Ratnasana ist eine Stellung, die im Hatha Ratnavali beschrieben wird, die aber nicht in der Ausführung beschrieben wird. Letztlich wird sie hauptsächlich aufgezählt. Ratna heißt Edelstein, Ratnasana ist auch ein mit Juwelen verzierter Thronsessel. Es könnte zum Beispiel Padmasana gemeint sein, denn Padmasana ist letztlich die wertvollste aller Sitzhaltungen. Ratna heißt ja auch wertvoll, Edelstein, Asana, Sitzhaltungen. Eventuell ist Ratnasana auch besonders wertvoller Lotussitz, zum Beispiel mit Händen in Chin Mudra, wie es Raffaela gerade zeigt, oder auch Baddha Padmasana, der gebundene Lotussitz, wo du mit den Händen von hinten an die Füße fasst. Und natürlich könntest du immer sagen, das Wertvollste von allem ist das höchste Bewusstsein. Wenn du im Lotus sitzt, die Erleuchtung erlangst, dann hast du Ratnasana, einen mit Juwelen verzierten Sitz.